Guten Morgen, ihr Lieben. Ich werde jetzt predigtmäßig eine Sequenz von Predigten beginnen, die sich mit geistlicher Leitung auseinandersetzt. Es geht natürlich ganz konkret darum, dass wir auch in unserer Gemeinde neue Leiter berufen und dass wir das auch als ganze Gemeinde tun werden. Aber bevor wir das tun, möchte ich einfach uns als Gemeinde, uns alle als Menschen, die Jesus folgen, ein Stück mit hineinnehmen, was in der Bibel und durch Gottes Wort eigentlich unter Leiterschaft verstanden wird, was das bedeutet, was das für uns bedeutet, was das für einen Leiter bedeutet und so weiter und so fort. Ich lese dazu erstmal einen etwas längeren Abschnitt aus dem Epheserbrief, und zwar Epheser 4, von Vers 11 bis Vers 15. Und ich lese aus einer neuen Übersetzung, die nennt sich Neue Evangelistische Übersetzung. Die ist jetzt ganz neu auf den Markt gekommen und finde ich, hat manchmal sehr gut lesbare Formulierungen, die jetzt von dem Inhalt der Bibel nicht so abweichen und trotzdem für uns gut verständlich sind. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen, wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zu Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Ich lese nochmal den Anfang vor. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten, sodass der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Es kommt ja immer wieder die Frage auf, wozu braucht die Gemeinde überhaupt Leiter? Wozu braucht sie eine Leitung? Und diese Frage, die manchmal aufkommt, hat teilweise eine ganz große Wucht auf Christen, ganz besonders dann, wenn sie unter einer Leitung leiden. Wenn meinetwegen in einer Gemeinde oder in einer Bewegung oder einer Kirche plötzlich Machtpolitik sich breit macht und Menschen leiden unter der Leitung, wenn sie nicht mehr gehört werden, wenn keine geistlichen Impulse mehr kommen, wenn sie das Gefühl haben, wir verhungern hier am ausgestreckten Arm und so weiter, dann kommen natürlich auch Fragen auf, wozu brauchen wir das alles? Warum wird hier von oben nach unten durchregiert? Warum haben die oben keine Ahnung, was unten los ist? Und so weiter und so fort. Und diese Fragen, die nehmen dann viele, die es ernst meinen mit Jesus, ziemlich mit. Und so gab es immer wieder Bewegungen, die gesagt haben, die Gemeinde Jesu braucht das überhaupt nicht. Diese ganze Kirchenstruktur, diese ganze hierarchische Struktur, dieses ganze, was sich da so aufgebaut hat in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden, das braucht die Gemeinde gar nicht. Wir sind doch Christen, genügt das nicht. Wir glauben einfach an Jesus.
die einen sagen, ich brauche ja sowieso nicht in die Kirche gehen, weil ich glaube, das kann ich auch alleine machen. Und andere suchen sich dann plötzlich so freie Gruppen, die dann verkündigen, Kirche, das ist überaltert, das hemmt das Evangelium nur, geht bloß raus, dann werdet ihr wieder lebendig, dann wird der Glaube wieder lebendig. Und tatsächlich ist ja teilweise in Kirchen und Gemeinden, auch in Freikirchen, sind Verkrustungen entstanden, teilweise auch Machtkämpfe, die die einzelnen Gläubigen wirklich abschrecken. Und so möchte ich noch einmal ganz neu mit uns anfangen, was bedeutet es eigentlich, warum braucht Gemeinde Jesu oder warum brauchen Gemeinden Jesu eigentlich eine Leitung, warum brauchen sie eine Struktur? Und ein Stück habt ihr schon erkennen können in dem, was ich vorgelesen habe. Mein erster Punkt lautet ganz schlicht, Leiter sind Diener. Minister oder Minister, wie man so schön sagt. Und wie ihr wisst, ist das Wort Minister, was ja Diener heißt eigentlich, hat einen völlig anderen Klang bekommen in unserem Sprachgebrauch. Und das liegt an den Erfahrungen, die viele gemacht haben, dass ein Minister oder ein Minister, wie es im Englischen heißt, gar kein Diener mehr ist oder gar keine Dienerin mehr ist, sondern von oben nach unten regiert. Der Herr Minister kommt. Oh, ne? Alles steht stramm. Ne? Würde man sagen, der Diener kommt, würde, glaube ich, keiner stramm stehen. Ne? Aber da hat sich etwas verdreht. Aber eigentlich, und das sagt die Bibel ganz deutlich, Leiter sind Diener. Ich habe dann folgende Fragen gestellt. Hat die Gemeinde Jesu eigentlich eine hierarchische Struktur? Vielleicht haben sich schon einige gewundert, dass wir ja dieses Dreieck, dieses hierarchische Dreieck vorne im Foyer auf den Kopf gedreht haben. Das heißt, wenn man den Leiter der Gemeinde sucht, muss man nach unten gucken und nicht nach oben. Einige drehen das Foto dann in ihrem Inneren wieder um und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber das haben wir ganz bewusst gemacht. Hat die Gemeinde Jesu eigentlich eine hierarchische Struktur? Gibt es bessere und schlechtere Christen? Und die besseren sind eben die, die auch was zu sagen haben. Können die einen über die anderen bestimmen? Ist das so? In der Gemeinde Jesu können die einen über die anderen bestimmen, wie wir das im normalen Leben ja auch kennen, ob jetzt in der Behörde oder in einer Fabrik oder an einem anderen Arbeitsplatz, da gibt es immer die, die was zu sagen haben und die, die was zu befolgen haben. Ne? Wie ist das? Wie meint Jesus das? Wie baut er seine Gemeinde auf? Bevor wir diese Fragen beantworten, muss ich etwas anderes mit euch anschauen, was überhaupt erstmal zu einem Verständnis führt, warum oder wie Leitung in der Gemeinde Jesu funktioniert. Und zwar die Frage, was ist überhaupt die Gemeinde Jesu? Die Gemeinde Jesu, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, ist ein völlig anderes System als das, was irgendwo auf dieser Welt existiert. Die Gemeinde Jesu ist etwas komplett Einzigartiges und komplett Besonderes. Sie ist mit nichts anderem zu vergleichen. Und wisst ihr, woran das ganz schlichtweg liegt? In einer Firma zum Beispiel, nehmen wir mal an Aldi, kein Mitarbeiter von Aldi hat den Geist von Aldi mit einer Taufe im Geist irgendwann mal bekommen. Sondern die sitzen da an ihrer Kasse. Ja, Marlina ist da am Zweifeln. Ja, ne? Ne? Höchstens den Goethe-Geist, so ein Intellekt, ne? Aber nicht den Geist, wie die Bibel redet. Die Gemeinde Jesu hat etwas Einmaliges, denn der Gründer der Gemeinde Jesu lebt in jeder einzelnen Person, die zur Gemeinde Jesu dazugehört. Ist das so?
Jesus selbst. Das ist absolut einmalig. Wenn wir überhaupt irgendwo einen Vergleich haben für die Gemeinde Jesu, dann sind das nicht Firmen und auch nicht das Militär und auch nicht ein Krankenhaus, wie ja einige das auch gerne hätten, so ein Behandlungszentrum, sonntags, Audienz. Ist auch was mit Audi, ne? Das eher gehört werden, ne? Aber, sondern sie hat, wie kann man es überhaupt vergleichen? Man könnte es mit der Natur vergleichen. Ich frage manchmal, wo in der Natur kann man am besten Gottes Ordnung erkennen? Und die Antwort lautet, die Antwort lautet, im Urwald. Da, wo kein Mensch etwas strukturiert hat. Da entdecken wir am besten Gottes Ordnung. Und dann sagen wir, ja, aber das ist doch alles wild durcheinander. Ist es und trotzdem funktioniert es. Warum funktioniert es? Weil die Struktur eines Urwalds nicht in dem Äußeren liegt, dass also jemand da den Baum gepflanzt hat und dort jenen Baum und dort diese Pflanze und dort die andere Pflanze, sondern weil alles, was da lebt und webt, aus einem inneren Code heraus gesteuert wird. Ein Baum wächst zur Sonne, ohne dass ihm jemand gesagt hat, bitte wachsen Sie zur Sonne, Herr Eiche oder Frau Eiche. Sondern das tut ein Baum für sich, weil ein innerer Code, der genetische Code, steuert eine Pflanze. Der steuert auch Tiere, der steuert das ganze Leben. Und so wirkt es für uns erstmal völlig durcheinander und trotzdem hat es alles seine innere Ordnung durch diesen inneren Code, aus dem jedes Lebewesen heraus gesteuert wird und sich quasi dort dann etabliert. So, das ist Gottes Ordnung. So hat Gott Leben gemacht. So funktioniert Leben. Und wenn wir jetzt das geistliche Leben nehmen, genauso funktioniert es auch. In seine Gemeinde hat er seinen Heiligen Geist reingegeben. Und jetzt haben wir quasi einen inneren Code, aber das ist jetzt nicht unser Gengut, sondern das ist Gottes Geist und der führt und steuert uns und zeigt uns, welche Richtung Gott mit uns gehen will und so weiter. Und so entfaltet sich geistliches Leben. Die Gemeinde Jesu ist etwas absolut Besonderes, das findet ihr nirgendwo mehr auf dieser Welt. Vor allen Dingen, sie ist der Leib Christi. Und jetzt geht es noch weiter. Jetzt hat nicht nur jeder Einzelne den Geist Jesu, sondern sie insgesamt ist der Leib Christi. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass jemand, der die Gemeinde sieht, der sieht Jesus. Die Gemeinde wird ja mit einem Leib verglichen. Wenn wir damals gelebt hätten, vor 2000 Jahren oder gut 2000 Jahren, und wir hätten diesen Mann aus Nazareth gesehen, dann hätten wir den Sohn Gottes gesehen in seinem Leib. Und nun ist er gestorben, er ist auferstanden, er ist zum Himmel gefahren und jetzt hat er einen neuen Leib, in dem er jetzt hier unter uns wohnt und das ist die Gemeinde, der Leib Jesu Christi. Wer die Gemeinde sieht, der sieht Jesus. Da denken wir, ich guck schon ganz betreten nach unten, ja, bestimmt nicht mich, denkt so manch einer vielleicht. Oder vielleicht denkt einer, ja, guck mal mich an, ich bin schon ganz dicht bei Jesus. Wie auch immer, aber wer die Gemeinde sieht, sieht Jesus. Das heißt, aus Gottes Sicht, trotz unserer Unperfektheit, die wir oft da nicht so übereinander kriegen, dass Gott das so sieht, aber aus Gottes Sicht, wir sind der Leib Christi, wir sind sein Leib und wir sind heilig. Die Gemeinde ist aus Gottes Sicht das Heiligste, was es hier auf Erden gibt.
Und deswegen benötigen wir selber auch einen ganz hohen Respekt vor Gemeinde. Das ist jetzt ganz wichtig. Wir benötigen einen ganz hohen Respekt vor der Gemeinde. Gemeinde dürfen wir nicht wie einen Club sehen. Gehe ich mal hierhin, gehe ich mal dahin, welcher Club gefällt mir dann am besten? Club 1, Club 2, Club 3 und so weiter. Die Gemeinde ist auch kein Warenhaus, wo bekomme ich jetzt die beste Ware für mich, sondern Gemeinde ist heilig in Gottes Augen, ist das Heiligste, was es gibt auf dieser Welt, und wir tun gut daran, einen ganz hohen Respekt vor Gemeinde zu haben. Manchmal bin ich auch so im Gespräch mit Leuten und die beklagen sich dann über Schwester X oder Bruder Y und so weiter, und wir sind alles Menschen mit unseren menschlichen Tendenzen und Marotten und was weiß ich, was da alles ist, manchmal nicht ganz leicht zu ertragen und so weiter. Und dann kommt der eine oder andere, sagt, also in der Gemeinde, da, das ist ja kaum noch zum Aushalten, hier und da, und da hat mich jemand noch unfreundlich begrüßt oder hat das und das gesagt und so weiter. Und dann bekommt irgendwie die Gemeinde so eine Art Minderwertigkeit. Guck dir doch mal die Leute an. Ne? Was ist denn das? Ne? Aber wir dürfen uns davon nicht verleiten lassen. In Gottes Augen ist die Gemeinde heilig. Und wisst ihr warum? Weil Gott genau weiß, wo wir einmal sein werden. Und Gott weiß genau, wo er uns hinbringen wird. Und er wird uns alle dazu bringen, dass wir neben seinem Thron mit Gott einmal und mit Christus regieren werden. So heißt es sogar. Da wird er uns alle dazu bringen, jedem von uns, auch wenn du sagst, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen und so. Ja, du kannst dir das nicht vorstellen, aber Gott kann sich das vorstellen. Und als du vielleicht noch ein kleines Kind warst, konntest du dir vielleicht auch noch nicht vorstellen, was du jetzt bist. Aber das Leben hat dich dorthin gebracht. Und das Leben kommt von Gott. Wie viel mehr wird Gott jeden Einzelnen dahin bringen? Gott sieht uns schon als das, was wir einmal sein werden. Und er sieht uns jetzt so. Und jetzt ist die Gemeinde schon heilig. Und wir sollten einen hohen Respekt haben, auch wenn noch viel Menschliches darin ist. Sie ist Gottes Familie und so weiter und so fort. Wenn wir die Gemeinde gering schätzen, werden wir ihren Aufbau nicht verstehen, sondern nach menschlichen Maßstäben die Gemeinde organisieren. Das kommt ganz automatisch. Wenn ich die Gemeinde als eine Ansammlung von Menschen sehe, die, sagen wir mal, alle so ihren eigenen Egoismen nachlaufen und die wie so ein Haufen von irgendwelchen Leuten, die nun zufällig alle irgendwie religiös sind, die muss ich jetzt also organisieren, dann würde ich natürlich immer nach menschlichen Maßstäben organisieren. Und das ist, wie es so in den meisten Sachen funktioniert, immer von oben nach unten runter. Und da werden Grenzen gesetzt und dann wird gesagt, du hier, du da, du ja, du nein. So läuft das dann einfach. Aber die Gemeinde ist anders. Die Gemeinde ist komplett anders. Und ich lese euch das mal vor, was Jesus jetzt sagt. Da kam es zu einem Streit, das steht in Lukas 22, 24 bis 27. Es kam zu einem Streit unter ihnen über die Frage, wer von ihnen wohl der Größte sei. Also dieser Streit existiert ja unter uns nicht mehr offen. Ne? Weil man sich ja nicht so gerne entblößen möchte, dass man ja eigentlich auch der Größte. Aber versteckt findet er immer noch statt. Wir sind nicht so viel anders als die Jünger. Jeder möchte auch was gelten. Es kam zu einem Streit unter ihnen über die Frage, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da sagte Jesus, in der Welt herrschen die Könige über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Also diese Diagnose von Jesus, die finde ich unglaublich. Ne? Er sagt, in der Welt herrschen die Könige über die ihrigen und lassen sich dann am Ende noch Wohltäter nennen. Sie lassen sich nennen, nicht sie werden genannt, sondern sie lassen sich Wohltäter nennen. Doch bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch
soll sich auf eine Stufe mit dem Geringsten stellen und der Führer sei wie ein Diener. Wer ist denn größer? Der, der zu Tisch liegt, das war damals die Sitte, im Grunde genommen wie im Restaurant, jemand, der da sitzt, oder der, der ihn bedient, also die Bedienung. Wenn du in ein Restaurant gehst, ne, dann ist der Kunde ja König. Dann bist du größer als die Bedienung. Hallo, Bedienung, also das hier ist nicht richtig abgewaschen. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ne? Also da ist der Kunde König. Und so sagt Jesus das. Also wer ist größer, der zu Tisch liegt oder der ihn bedient? Natürlich der am Tisch liegt. Aber ich bin unter euch wie ein Diener, sagt Jesus. Und jetzt dreht sich etwas. Jetzt sagt er also, bei euch soll es anders sein. Und jetzt unterscheidet er wirklich. In der Welt, das heißt in jedem System dieser Welt, wo sich Menschen organisieren, funktioniert es immer nach demselben Muster. Aber bei euch soll das anders sein. Und wenn wir nicht erkennen, versteht ihr, was die Gemeinde wirklich ist, wenn wir sie gering schätzen, wenn wir sie nur als eine Ansammlung von Menschen sehen, die gelenkt werden müssen, die manipuliert werden müssen, die in irgendeiner Weise geführt werden müssen, weil sie im Grunde genommen keine Fähigkeit haben, sich selber irgendwie zu leiten oder sonst immer die falschen Wege gehen. Wenn wir so eine Sicht haben von der Gemeinde Jesu, dann werden wir sie nach menschlichen Maßstäben versuchen zu leiten. Aber Jesus sagt es anders. Jesus sagt, diese Gemeinde oder jede Gemeinde ist in meinen Augen heilig. Und die Person oder die Personen, die jetzt von Gott gesetzt werden, auch bestimmte Funktionen und Leiterschaften dort auszuüben, das sind Personen, denen etwas unglaublich Heiliges anvertraut wird. Versteht ihr, ich bin komplett, das muss ich ganz offen sagen, ich bin komplett gegen einen Leiterschaftsstil, dass Leute sich mal so ausprobieren mit der Gemeinde und sie so nach ihrem Gusto gerade mal hier oder dahin lenken. Wer die Gemeinde führt, und dessen bin ich mir auch bewusst, der hat von Gott etwas, das Heiligste anvertraut bekommen. Und damit muss man unglaublich respektvoll umgehen. Und wenn du eine Kindergruppe hier leitest, dann hast du von Gott etwas unglaublich Heiliges in die Hand bekommen. Und du musst mit großem Respekt damit umgehen. Und wenn du einen Hauskreis leitest, dann hast du von Gott etwas sehr, sehr Heiliges in die Hand bekommen. Und du musst mit großem Respekt damit umgehen. Du musst natürlich deine Leiterschaft wahrnehmen, aber mit hohem Respekt. Das sind keine Schachfiguren, sondern es sind Gottes Kinder. Es sind bluterworbene Menschen, für die Jesus gestorben und auferstanden ist. Versteht ihr, was ich meine? Wenn das Bild von Gemeinde geringfügig ist, wird auch unser Leiterschaftsverständnis entsprechend sein. Wenn wir aber dieses Bild bekommen, dass Gemeinde Jesu das Allerheiligste überhaupt auf dieser Welt ist, dann bekommen wir auch einen hohen Respekt und auch eine hohe Ehrfurcht. Und dann wird es auch nicht so sein, dass jeder mal gerne dieses Schiff schaukeln möchte, sondern dann wird man eher vorsichtig sein und sagen, wenn ich bedenke, was für eine Ladung dieses Schiff hat, dann kriege ich es jetzt schon wieder Angst, wenn mich jemand ans Steuer lässt. Und trotzdem lässt und will Gott auch, dass es gesteuert wird. Aber wir müssen uns der Ladung bewusst sein. Die Ladung ist heilig. Das unbedingte Ziel der Gemeinde ist, Jesus wiederzuspiegeln. Das haben wir aus diesen Versen rausgelesen. Das unbedingte Ziel der Gemeinde ist, Jesus wiederzuspiegeln. Für dieses Ziel setzt Gott jetzt Menschen ein und begabt sie entsprechend. Jetzt kommen wir wieder zurück zu diesen Versen. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer. Viele denken ja, Apostel, das ist so ein ganz hohes Amt. Das ist fast so
Bischof oder Papst, ne? Was bist du denn in der Gemeinde? Ja, ich bin Apostel. Was fährst du für ein Auto? Mercedes 700, falls es das gäbe. Und so weiter. Ich habe natürlich auch eine Bodyguard, denn Apostel sind so wichtig, die müssen ja auch beschützt werden und so weiter. Alles schon erlebt. Aber so ist es nicht gemeint. So ist es nicht gemeint. Sondern er hat Apostel gegeben, er hat Propheten gegeben. Es ist auch gar keine Bewertung da, dass der Apostel jetzt höher als der Prophet oder so. Er hat Lehrer gegeben, er hat Hirten gegeben und so weiter, damit sie dazu dienen, dass die Gemeinde ihr Ziel, was Gott ihr gesteckt hat, erreicht. Diese Menschen sind also Diener, doch nicht um alle Wünsche der Gemeindemitglieder zu bedienen. Das ist auch ein Missverständnis. Jesus sagte ja, ich aber bin unter euch ein Diener geworden. Das heißt ja aber nicht, ich komme jetzt zu euch, Jesus kommt und sagt, was wünscht ihr euch? Ich wünsche mir 1000 Euro, ich wünsche mir ein schönes Auto, ich wünsche mir eine Ehefrau, ich wünsche mir von meiner Ehefrau wegzukommen. Alles so Wünsche, die dann an Jesus gerichtet werden und der Herr wird es schon richten. Ne? Der macht dann hier, also du willst eine haben, du willst wegkommen von ihr, vielleicht können wir ja mal eine neue Kombination und so weiter. Und so. Und der Herr soll dann alles richten, so wunschgemäß. Ne? Das ist mit Dienen nicht gemeint. Das hat Jesus mit Dienen auch nicht gemeint. Sondern sein Dienst besteht ja darin, dass wir in das hineinkommen, wozu Gott uns berufen hat. Ist das so? Dass wir in das hineinkommen, wozu wir überhaupt geschaffen wurden letztendlich. Und unser Dienst ist genau daran mitzuwirken. Dass wir also, dass die Gemeinde zu ihrem Ziel kommt, das heißt, Jesus wiederzuspiegeln. Das ist dann für die Gemeinde nicht immer nur angenehm. Also wenn dann jemand sagt, ich diene der Gemeinde, heißt das nicht, ich mache jetzt immer alles schön für jeden, sondern das heißt auch, ich diene dir, damit du weiterkommst. So wie ein Trainer. Ne? Wenn ich zum Training komme und da ist ein Trainer, der sagt doch nicht, was hättest du denn gerne? Ein Eis oder eine Gulaschkanone oder was weiß ich. Ich erinnere mich noch, ich habe mal vor so einem Krafttraining früher, als ich noch jung war, da habe ich meine Currywurst gegessen. Das hätte ich nicht tun sollen. Nie wieder Currywurst vom Krafttraining. Merkt euch das gut. Nie wieder Currywurst vom Krafttraining. Denn der Trainer hatte überhaupt kein Erbarmen. Der hat mir erbarmungslos gedient. Das war schrecklich. Ne? Er diente mir, indem er mich immer weiter trieb. Meine Currywurst, wisst ihr, die hatte so eine umgekehrte Bewegung inzwischen erhalten. Ne? Und er diente mir, indem er mich immer weiter trieb. Das war, also ich war für seinen Dienst halb dankbar. Aber so ist Dienst in der Gemeinde. Ich nehme noch einen Punkt. Wie sollen wir jetzt leiten? Und ich spreche jetzt nicht nur Gemeindeleiter an. Ich spreche jetzt nicht nur Apostel, Propheten, Evangelisten und so, sondern ich spreche jede Person an, die in irgendeiner Weise Verantwortung über andere hat. Das fängt schon in deiner Familie an. Das geht hier in Diensten, ob jetzt Seniorenarbeit, Kinderarbeit, eine Kindergruppe, ein Hauskreis oder du kümmerst dich um jemanden, wie auch immer, wo irgendjemand Verantwortung über eine andere Person hat, beginnt schon Leitung. Dort musst du jetzt auch verantwortungsvoll damit umgehen. Wie sollen wir jetzt jemand leiten? Ich lese einmal aus dem 1. Petrusbrief vor. Das geht jetzt an die Ältesten, aber bezieht sich eigentlich auf alle. 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4. Als Mitältester wende ich mich jetzt an eure Gemeindeältesten, weil ich sowohl Zeuge vom Leiden des Messias bin, als auch Teilhabe an seiner Herrlichkeit, die bald erscheinen wird. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist.
Also das habe ich ja schon vorhin gesagt, die euch anvertraut ist, mit hohem Respekt, ne? Nicht die ihr jetzt mal rulen dürft, so wie ihr jetzt gerade lustig seid, die euch anvertraut ist. Tut es nicht, weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, das finde ich schon mal gut, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Hütet sie aber nicht, um euch Vorteile zu verschaffen, weder im Ansehen noch finanziell, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Führt euch auch nicht als Herrscher in euren Gemeinden auf. Das finde ich ein hochinteressantes Wort. Führt euch nicht als Herrscher in euren Gemeinden auf, sondern seid Vorbilder für eure Geschwister. Das heißt, Leitung soll durch Vorbild geschehen. Nicht durch Rumdirigieren, sondern durch Vorbild. Nicht jeder eifert dem dann unbedingt nach, aber das ist dann letztendlich nicht das Problem der Leiter nur. Aber Leitung soll durch Vorbild geschehen. Das heißt, wir leiten, indem wir einfach vorangehen. Du leitest Menschen, indem du vorangehst. So habe ich übrigens auch Familie verstanden. Und auch der Umgang mit unseren Kindern. So habe ich das verstanden. Es ihnen ein Stück vorzuleben. Jemand sagte mal, du kannst sagen, was du willst, deine Kinder tun am Ende doch nur das, was sie an dir sehen. Oder sie machen dich am Ende doch nur nach. Ne? Also wenn du mit einer Zigarette im Mund den Kindern erklärst, dass Rauchen schädlich ist, das haut nicht hin. Und das haut auch in anderen Dingen nicht hin. Als Vorbild vorangehen. Dann werdet ihr den unvergänglichen Ehrenkranz der Herrlichkeit erhalten, wenn der höchste Hirte erscheinen wird. Aber wie sollen jetzt die Geleiteten reagieren? Da steht gleich ein Vers später. Euch Jüngeren, sage ich, ordnet euch den Ältesten unter. Doch alle müsst ihr im Umgang miteinander Bescheidenheit an den Tag legen, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, nur dem Demütigen erweist er Gnade. Also ihr Jüngeren oder ihr Geleiteten, ordnet euch den Ältesten unter, also die, die euch leiten. Und warum tun wir das? Ich gehe wieder zum Sport. Wenn ich ein Ziel habe, oder kann ich auch ins Berufsleben gehen, wenn ich ein Ziel habe, dann ordne ich mich natürlich denen unter, die mir helfen, dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich ein geistliches Ziel habe, dass ich möchte, dass Christus durch mich sichtbar wird und ich meinen Teil in der Gemeinde Jesu wahrnehme, meine Aufgabe und meine Berufung, dann ordne ich mich natürlich denen unter, die sich damit abmühen, mich zu diesem Ziel mit zu begleiten. Das ist doch ganz klar. Dann ist das ja gar nicht nur deren Ziel, dass die was mit mir vorhaben, was habt ihr denn da oben schon wieder beschlossen, sondern dann ist das mein Ziel, wo mir andere helfen, dieses Ziel auch zu erreichen. Und so ist es gemeint, ordnet euch den Ältesten unter. Manchmal kommen die Dinge leider immer genau falsch rum. Da sagt dann ein Leiter, du, hör mal, in der Bibel steht, du sollst dich unterordnen. Und da sagt der, der das jetzt gerade hört, ja, und du hör mal, in der Bibel steht, du sollst ohne Zwang regieren als Vorbild. Ne? Und dann wirft man sich Dinge an den Kopf und am Ende passiert gar nichts. Sondern diese Botschaften sind immer an die gerichtet, die damit gemeint sind. Also als Leiter muss ich die Botschaft hören, so sollst du leiten, so will der Herr das. Und als Geleiteter muss ich die Botschaft hören, so sollst du dich leiten lassen. Mir ist gestern als Geleiteter ein kleiner Crash passiert. Wir haben hier nämlich Lobpreis gemacht. Und in diesem Fall bin ich nur Pianist und Raffi ist die Leiterin. Aber der Pianist kam plötzlich auf die Idee, das Ganze mal einen halben Ton höher zu singen. Gesagt, getan, ich habe die Hand erhoben, die Musiker haben gemerkt, es geht einen halben Ton höher. Der Seniorpastor hat gesprochen, alle gehen einen halben Ton höher. Nur die Sänger haben es nicht gemerkt. Ne? Und
ich muss sagen, da hab ich voll, bitte. Ja, es ging ganz schnell zu Ende. Wir wussten nicht mehr, ob wir runtergehen sollten im Ton oder raufgehen. Wir haben ganz große Fragezeichen und so weiter. Und da habe ich mal gemerkt, in diesem Falle bin ich tatsächlich ein Geleiteter und kann nicht einfach immer einen halben Ton höher alles setzen, wie ich das möchte. Und so funktioniert das. Jeder muss seine Botschaft empfangen. Der Geleitete um seines Ziels willen sich unterordnen, der Leiter in großer Verantwortung oder die Leiterin in großer Verantwortung und Respekt leiten. Ich werde hier einfach mal stoppen. Das wird ja eine Serie. Es ist vielleicht nicht so prickelnd geistlich, aber es ist, glaube ich, für uns alle sehr wichtig. Und ich denke, es ist auch eine Sache, wo jeder mal ein Stück in sich geht. Denn du bist ganz gewiss ein Geleiteter, mitunter auch ein Leiter oder eine Leiterin, im Kleinen oder im Großen. Meistens sind wir beides, geleitet und auch Leiter. Und ich denke, wir sollten einfach mal einen Moment in uns gehen und uns fragen, wie sehe ich eigentlich die Gemeinde Jesu? Wie habe ich die Gemeinde eigentlich bisher betrachtet? Habe ich sie als eine Ansammlung von Menschen, die Jesus mögen und alle ihre Macken haben und wo ich so meine Probleme habe? Habe ich sie als so einen menschlichen Haufen gesehen? Habe ich selber diesen Respekt vor Gottes Allerheiligsten, zu dem ich gehören darf? Wie sehe ich meine Leitung? Wie sehe ich meine eigene Leitung, also mich selber? Wie verhalte ich mich als Geleiteter? Alles das sind Fragen, die sind ganz wichtig, damit wir ein fröhliches und doch, ich sag mal, geistliches, zielgerichtetes Gemeindeleben haben. Ich werde einfach mal mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du etwas Einmaliges geschaffen hast. Und das ist deine Gemeinde. Ich danke dir, Herr, dass es ein Privileg ist, wenn jemand zu deiner Gemeinde gehören darf. Und dass es dich alles gekostet hat, dass das überhaupt möglich ist. Ich danke dir, Vater, dass deine Gemeinde quasi den Körper deines Sohnes auf Erden jetzt im Moment bildet. Ich danke dir, dass du selbst durch deinen Geist in deiner Gemeinde wohnst und dass du durch deinen Geist auch deine Gemeinde ordnest. Ich danke dir, dass du deine Gemeinde auch strukturierst und dass es verschiedene Verantwortungen gibt. Und so möchte ich dich ganz besonders bitten, dass wir, jeder von uns, mit hohem Respekt die Verantwortung wahrnimmt über das, was dir so heilig ist. Ich bitte dich für alle, die Familien haben und die in Verantwortung gesetzt sind über ihre eigenen Kinder oder auch über angenommene Kinder. Du hast sie ihnen anvertraut. Ich bitte dich für alle, die an ihrem Arbeitsplatz Verantwortung über andere Menschen haben. Du hast sie ihnen letztendlich anvertraut, diese anderen Menschen. Ich bitte dich für diejenigen, die Verantwortung haben über Menschen in der Gemeinde, in Hauskreisen, in bestimmten Gruppen, beim Bibellesen, beim Beten oder auch in größeren Kreisen. Ich bitte dich, dass du denen hilfst, die Verantwortung haben, dass sie ihre Verantwortung so wahrnehmen, wie du mit uns umgegangen bist, Herr. Und ich bitte dich für diejenigen, die geleitet werden,
dass sie lernen, dass du auch etwas von ihnen erwartest. Von uns allen, dass wir uns auch leiten lassen. Und dass wir es denen, die uns leiten, nicht schwer machen, sondern leicht. Herr, denn du willst uns alle zum Ziel bringen. Und dafür hast du deine Gemeinde auch strukturiert. Gelobt sei dein Name dafür. Bitte lass jeden seinen Platz erkennen und jeden seine Verantwortung erkennen, Herr, dass wir fröhlich und schnell heranwachsen können zu dem, wozu du uns berufen hast. In Jesu Namen. Amen.